Der Stadtspaziergang folgt der Audioführung, ausgegeben vom Tourismusbüro Straßburg. Die Dauer des Rundganges beträgt etwa 2 Stunden. Unser gemeinsamer Weg beginnt am Platz vor dem Liebfrauenmünster. Wenden wir uns zuerst dem schönsten Haus von Straßburg zu, dem Haus Kammerzell. Das Haus mit dem reich geschnitzten Fachwerk war Jahrhunderte im Besitz von reichen Kaufleuten. Der zweite Blick fällt auf die prachtvolle Fassade des Liebfrauenmünster. Der Münsterbau wurde 1277 begonnen, der 142 Meter hohe Spitzturm wurde 1439 vollendet. Im Inneren strahlen die bunten Fenster aus dem 13. und 14. Jahrhundert, beeindruckt die Schwalbennestorgel an der Nordwand des Kirchenschiffs. Im rechten Querschiff steht der Engelspfeiler und die astronomische Uhr. Über den Schlossplatz gehen wir zum Palais Rohan. Gebaut wurde das Palais für einen unehelichen Sohn des Sonnenkönigs, Ludwig XIV. 4 Kardinäle aus der Familie Rohan folgten nacheinander auf dem Bischofsthron von Straßburg von 1704 bis 1789. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Palais Rohan Residenz von Napoleon. Gleich neben dem Palais Rohan steht das ehemalige Liebfrauenstift mit seinem mittelalterlichen Gärtchen. Über die belebte Rue du Maroquin kommt nun zum ehemaligen Schweinemarkt. Weiter führt uns der Weg zur Rabenbrücke. Bei der Rabenbrücke liegt auch die Einstiegsstelle für die Boots- und Schiffsrundfahrten. Wir überqueren die Ill, gehen entlang dem Quai St. Nikolas bis zur St. Thomasbrücke. Gegenüber liegt ein ehemaliges Lager- und Zollhaus aus dem 14. Jahrhundert. Über die St. Thomasbrücke queren wir wieder die Ill und schlendern entlang dem St. Thomas Quay. Im Haus Nummer 6 quartierte sich Franz Liszt während seines Straßburg-Aufenthaltes ein. Im Haus Nummer 3 trafen sich der ältere Herder und der jüngere Goethe zum Gedankenaustausch. Um 1196 wurde mit dem Bau der bestehenden Kirche im spätromanischen Stil begonnen. Seit 1524 ist die Kirche dem lutherischen Glauben zugewiesen. Bekannt ist die Kirche für ihre historisch und musikalisch bedeutende Orgel. Weiter führt uns der Weg entlang der Ill zur St. Martinsbrücke und weiter Richtung Gerberviertel.
Hier wohnten früher Fischer, Müller, Gerber. In einem Hospiz wurde die Syphilis, die Franzosenkrankheit, behandelt. Daher Petite France, kleines Frankreich. Der Staudamm wurde 1690 gebaut. Der Damm war nicht nur eine wichtige Schleuse, sondern auch Bestandteil der Straßburger Befestigungsanlage. Zwischen 1200 und 1250 wurden diese Brücken mit ihren Türmen erbaut. Im Mittelalter waren die Brücken aus Holz und mit Ziegeldächern überdeckt, daher ihr Name. Im 19. Jahrhundert wurden die Holzbrücken durch steinerne Brücken ersetzt. Es geht jetzt wieder zurück in das romantische Straßengewirr mit seinen Fachwerkhäusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Geht den Wagel noch. Der großen Straße entlang geht es nun Richtung Münster. Nach Querung des Gutenbergplatzes sind es nur mehr wenige Schritte zum Ausgangspunkt unseres Rundganges, dem Münsterplatz.